Ortswechsel. Auch in Stuttgart soll der Betrieb sparsamer werden. Der Kopfbahnhof mit seinem ausgelagerten Abstellbahnhof erfordert eine große Anzahl von Rangierfahrten. Rund 550 Weichen müssen bedient werden. Der Bau des damals größten Stellwerks in Deutschland wird in Angriff genommen. Das Relaisstellwerk funktioniert noch heute. Die Technik ist aber schon 25 Jahre alt. Bevor wir das neue Stellwerk in Stuttgart Hauptbahnhof gebaut haben, hatten wir 12 verschiedene alte elektromechanische und mechanische Stellwerke, die jetzt von diesem Stellwerk abgelöst wurden. Unsere Bauzeit von 1973 bis 1977 für dieses Gebäude und für diese große Anlage ist relativ kurz. Die Planungsphase vorausgehend war aber auch genauso lang, weil es eben ein Stellwerk ist, das eine ungewöhnliche Größe hatte. Kaum einer weiß, dass es so etwas gibt, den Batterieraum. Für Netzschwankungen und Stromausfall werden die Batterien benötigt. Sie alle stammen noch von 1977, als es noch keine geschlossenen Batterien gab. In dieser Zeit wird in Stuttgart die neue S-Bahn gebaut. Auch sie wird heute von diesem Stellwerk kontrolliert. Vor der Inbetriebnahme des neuen Stellwerks wird das Bahnpersonal natürlich geschult. Trotzdem gibt es kleinere Geburtswehen und der Betrieb verläuft die ersten Tage nicht ganz reibungslos. Der Ärger über Zugverspätungen ist groß. Am Mittwoch fuhren rund 100 Züge unfahrplanmäßig ab. Die Verspätungen eskalierten bis auf 3 Stunden. Auch gestern und heute ärgerten sich Fahrgäste wieder über Terminüberschreitungen. Zielscheibe des Zorns, das Bundesbahnpersonal. Draußen wird der Grund deutlich. Etliche Loks sind gezwungen, vor den Weichen zu warten. Die Verspätungen, momentane Folge einer Neuerung, die den Wandel vom alten Stellwerk zum neuen Stuttgarter Relaisstellwerk verkörpert, einem der modernsten in Europa. Wenn es Nacht wird, zeigt sich im alten Stellwerk, das noch betrieben wird, der Unterschied vom technischen heute und gestern. Lok 4, Vorfahrt bitte Gleis 12. Zurufkontakt mit den Zugrangieren. Im Automatenzentrum dagegen trifft das Personal auf höhere Anforderungen. War die Umschulung ausreichend? Die Vorbereitung läuft ja schon seit 2 Jahren. Die Mitarbeiter sind zeitweilig aus ihrer Schicht, die sie gleichzeitig gemacht haben, herausgenommen worden. Immer wieder in Kursen, zunächst im Theoretischen, dann in der Praxis hier an der Stelltafel. Nur ist das nicht ganz vergleichbar mit dem zeitgleichen Arbeiten jetzt an der in Betrieb genommenen Anlage.